Auf dieser Baustelle wurde mittels schienengeführter Wandsäge ein Deckendurchbruch vom ersten ins zweite Obergeschoss erstellt. Dornbach kümmerte sich von der Statik über die Fertigung des Durchbruchs bis zum Einbau der zum Abstützen notwendigen Stahlkonstruktion um alles aus einer Hand. Es handelte sich um einen ca. 3,50 m x 90 cm Durchbruch in 24 cm dickem Beton. Am Anfang wurden Kernbohrungen gesetzt, um einen Überschnitt der Säge zu vermeiden und das Sägestück nachher abtransportieren zu können. Dann erfolgte eine Notunterstützung. Dafür wurden Baustützen mit Balken montiert. Die Schiene für die Diamantsäge wird angebracht und die Wandsäge darauf befestigt. Durch Wasserzufuhr fällt beim Sägeprozess kein Staub an. Der Schmutz wird gebunden und anfallendes Sägewasser abgesaugt. Durch den Sägeschnitt entstehen saubere Schnittkanten. Für den Ausbau des Sägestücks kam ein Kran zum Einsatz. Nachdem die Sägearbeiten abgeschlossen waren, konnte das ca. 2,2 Tonnen schwere Betonstück abgehoben werden. Es wird langsam in einen Bauschuttcontainer befördert. Aufgrund der Deckenlast war eine Stahlkonstruktion erforderlich, welche Dornbach selbst anfertigte und einbaute. Der hier gezeigte Stahlträger ist vom Typ IPE 240 und 8,50 Meter lang. Der Träger wurde ebenfalls mit dem Kran ins Gebäude gehoben und vorsichtig schräg durch den zuvor erstellten Deckendurchbruch in das Gebäude geschoben. Zum Schluss wurde aus Stahlträgern und dazugehörigen Stahlstützen eine passende Konstruktion eingebaut. Die Stahlstützen wurden in den Boden gegossen.